Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3. Wir sind hier mitten in unseren Kriegsvorbereitungen sozusagen. Haben natürlich hier ein bisschen was vor uns. Müssen immer gucken, dass wir hier auf alle Fälle gut geschützt sind. Apropos gut geschützt, wir werden uns mal einen dieser momentan untätigen Kollegen schnappen. Wir werden hier mal noch einen Turm hinsetzen, damit wir gucken können, dass auch hier alles optimal geschützt ist. Da haben wir noch einen rumstehen, halt aber erstmal nach der Forschung gucken. Auf alle Fälle werden wir hier jetzt gucken, dass wir alles verbessern, was möglich ist. Okay, wir brauchen mehr Holz. Das könnt ihr haben. Holz wird gut abgebaut. Und bauen wir hier. Was brauchen wir noch? Noch einen Turm. Den werden wir mal hier hinsetzen. So, und da ist auch schon wieder Betrieb. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht's aus? Können wir gleich ausbauen. Auch sehr gut. So, dann lassen wir die Kollegen hier erstmal ein bisschen werkeln. Wichtig ist ja, dass wir hier schnellstmöglich das auf alle Fälle erstmal platt machen, was uns sozusagen den meisten Schaden verursacht. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Schicken die wieder zurück. Damit haben die erstmal Zeit, hier alles wieder in Ordnung zu bringen. Der hat die automatische Reparatur. Das läuft alles wunderbar. Das ist auch soweit vorbereitet. Sehr gut. Und zur Sicherheit bauen wir jetzt noch ein Türmchen. Wir wissen ja nie, was uns hier erwartet oder wer noch alles kommt. So, die Forschung ist abgeschlossen. Und den schicken wir auch zum Gold. Gold haben wir ja sehr viel verfügbar. Wir werden hier den magischen Schutz erforschen. Das bringt uns nämlich nochmal einen zusätzlichen Schutz gegenüber Gegnern. Wir müssen jetzt natürlich hier schauen, dass wir schleunigst uns hier fortbilden sozusagen. So, Altar der Könige brauchen wir noch. Den müssen wir noch bauen. Wo ist der? Altar der Könige, den setzen wir mal hier weiter hinten rein. Gucken, wo wir den hinkriegen. Da unten stört er uns nicht. Die Bauwerke, ja, da fehlt noch ein bisschen Holz. Das sollte jetzt aber gleich doch erledigt sein, jawohl. So, dann können wir die Bauwerke nämlich etwas verstärken. Die bringen uns noch ein wenig Schutz. Ausbau abgeschlossen. So, die sind hier freiwillig dabei. Das sieht soweit gut aus. Den erweitern wir natürlich gleich. Eieiei, Holz ist hier echt Mangelware. Was? Holz ist echt Mangelware. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Eine Werkstatt haben wir auch noch nicht. Ja, da brauchen wir noch mehr Holz. Also schicken wir den auch noch zum Holz. Forschung abgeschlossen. Das klingt gut. Gleich gucken wo. Hier, die Schmiede ist auch gleich fertig. Sehr gut. Dann werden wir auch hier auf alle Fälle mal die Rüstung gleich verstärken. So. Wichtig ist ja, wie gesagt, dass wir hier schauen können, dass wir in die Puschen kommen. Wir haben jetzt hier auch den magischen Schutz. Das heißt, getarnte unsichtbare Einheiten haben wir jetzt auch sozusagen im Blick. Und da wird erforscht. Die Erforschung ist fast fertig. So, da hat jemand wieder was fertig gebaut. Wunderbar, der Altar ist durch. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch brauchen. Gar nichts mehr. Jetzt können wir das Schloss erweitern. Das ist auch eine wichtige Sache, damit wir eben noch ein paar zusätzliche große Forschungen durchführen können. So, die Forschung ist fertig. Da brauchen wir aber für beides das Schloss. Das wird gerade gemacht. Und hier verstärken wir mal unsere Truppen, damit wir dementsprechend ein bisschen besser gerüstet sind. So, die Forschung ist gleich durch. Sehr gut. Und gleich hier die Waffen etwas verstärken, denn auch da brauchen wir natürlich etwas Besseres. So, das läuft soweit. Hier können wir noch ein bisschen was dazulernen. Nämlich für unseren Priester höhere Trefferpunkte und natürlich auch etwas bessere Mana-Regeneration. Da hinten ist noch ein Turm, den werden wir noch ausbauen. Dann haben wir hier, denke ich mal, mit 5 Türmen eine ganz gute Voraussetzung geschaffen. Und da oben haben wir ja, wie gesagt, unsere Freunde, die müssen wir auch befreien. So wie ich das sehe, wird hier wahrscheinlich noch ein gegnerisches Dorf sein. Da werden wir uns dann auch mal bald auf den Weg machen. Sobald wir hier ein wenig uns verstärkt haben. So, wir müssen noch auf das Schloss warten. Das dauert ziemlich lange, das ist doof. Was ist? Werden aber auf alle Fälle mal gerade gucken.
Haben wir die Werkstatt schon errichtet? Nein, die haben wir noch nicht, die Werkstatt. Dann bauen wir die hier unten hin. Unsere Stadt wird belagert. Oh, da gibt's Haue. Besteht etwa Gefahr? Das werden wir doch mal hier direkt unterbinden. So, gucken. Müssen wir jemanden heilen? Ja, hier ist ein Schütze. Den können wir auf alle Fälle schon mal ein wenig verbessern. So. Wir haben viele Lufteinheiten. Das heißt, wir müssen also auf alle Fälle schauen, dass wir hier bestmöglich uns mit Lufteinheiten auch sozusagen ausstatten. Und die Schützen, genau, die Schützen sollten wir verbessern. Da können wir noch nichts verbessern. Die Ausbauten sind soweit durch. Was haben wir hier? Mana-Regeneration und Trefferpunkte erhöht in der Meisterausbildung. Jo, lassen wir gleich mal machen. Und als nächstes klar, die Schützen verbessern. So, Ausbau zur magischen Baukunst. Jo, vorher werden wir... Nee, oder doch nicht, oder doch? Ja gut, Holz ist Mangelware. Werden wir erstmal das Sägewerk weiter erforschen, damit wir hier schnellstmöglich noch Holz zusammenkriegen. Denn das ist immer so ein bisschen der kritische Punkt. Mal gucken, wie weit ist unser Schloss. Unser Schloss ist fertig. Das ist schon mal sehr wichtig. So, maximale Trefferpunkte von Rittern und Greifenreitern. Da brauchen wir die Werkstatt. Jawohl, jetzt können wir die Langflinten ausbauen. Das ist natürlich traumhaft. Oh, Gyrokopter können wir basteln. Ha, da würde ich sagen, erforschen wir das mal und bauen mal so einen Gyrokopter. Vielleicht können wir den ja sozusagen zum Ausspähen des gegnerischen Terrains ein wenig nutzen. So, hier wird fleißig weiter erforscht. Einen faulen Kollegen haben wir ja noch, der da irgendwie nichts machen möchte. Der baut mal noch einen Hof. Denn ich glaube, wenn wir noch ein paar Einheiten bauen, werden wir das unheimlich dringend bald brauchen. So, hier die Erforschung ist fast fertig. Das ist auch schon mal sehr gut. Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Ein Priester haben wir ja hier. Ja, mein Freund. Genau. Forschung und abgeschlossen. Erhöht die Schadenswirkung aller befreundeten Einheiten. Gut, wie viele haben wir denn jetzt hier? Zwei Leute können wir. Für die Ehre. Forschung abgeschlossen. Zwei Leute können wir im Prinzip noch mit dazu nehmen. Da ist jetzt die Überlegung, wen wir da nehmen. Ich würde sagen, wenn hier die Forschung fertig ist, bauen wir mal so einen Gyrokopter. Und hier gucken wir weiter. Jawohl, da können wir gleich das erweitern. Hier können wir auch gleich noch verbessern. Dann nehmen wir aber erstmal die... Es ist mehr Holz erforderlich. Da fehlt Holz. Ah, jetzt haben wir genug Holz. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier ein bisschen die Panzerung noch verbessern. Und einen Priester bauen wir noch. Also, was heißt bauen, ne? Also, werden wir beschwören oder ausbilden. Denn die Priester haben hier zwei Vorteile. Der heilt und den zweiten werden wir einsetzen, um dementsprechend hier die Schadenswirkung der befreundeten Einheiten erhöhen und die Rüstung erhöhen. Und das kann der auch automatisch machen. Damit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis. So, hier haben wir... Ich komme, um dieses Land zu säubern. Ja, das ist schön, dass du das Land säubern willst, aber du wirst als erstes mal hier gucken, dass wir entsprechend ein bisschen verstärkt sind. So, die Schmiede ist noch fleißig dabei, das Sägewerk auch, da gibt's nichts mehr. Und ein Gyrokopter wollten wir mal bauen. Einfach nur mal, weil mich das interessiert, was das für Einheiten sind, was die drauf haben und wie die so unterwegs sind. So, zum Zweiten müssen wir jetzt vielleicht gucken, dass wir noch die ein oder andere Hütte bauen, den ein oder anderen Hof. Werden wir hier unten mal reinsetzen, dann möchte ich nämlich mit den Leuten hier komplett nach oben marschieren. Mal gucken. Das Licht ist oh, einen bringen wir sogar noch runter. Ach, der Gyrokopter, ist der süß. Gut, werden wir uns noch einen Ritter holen. So, und mit dem Gyrokopter gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf Entdeckungstour. Das ist nämlich eine Flugeinheit. Da bin ich mal gespannt, was der so drauf hat. Ja, der Schallmauer ist ja goldig. Ah, da ist noch was, wo wir ein bisschen Erfahrung sammeln können. Gut zu wissen. Oh, der greift auch gleich da an. Nee, das soll er eigentlich nicht. Möchte den eigentlich nur sozusagen als Erkundungseinheit haben. Okay, soweit sind wir durch. Mit der Sache, jetzt können wir hier noch... Oh, wir können noch mal weiter ausbauen. Das ist natürlich optimal. Gleich hier das magische Schießpulver. Hier haben wir alles erforscht. Da tut sich auch nicht viel. So, da hat sich was getan.
Unser Ritter ist fertig. Das heißt, der kriegt aber hier nochmal eine Zusatzausbildung, damit er dementsprechend mehr Trefferpunkte hat. Okay, 48 Einheiten können wir hin. Also im Prinzip hier im Dienst stellen. Und 38 Nahrungseinheiten werden verbraucht. Das heißt, wir bauen nochmal einen weiteren Hof. Und werden jetzt mal hier mit den Trupp, mit dem Team, ein bisschen hier mal auf die Seite gehen. Natürlich. Ein solider Plan. Und werden dann gleich mal noch ein paar Einheiten neu produzieren, sozusagen ein zweites Bataillon, was hier unten dann bereitsteht, um eventuelle Angriffe sozusagen aus dem Weg zu räumen. So, hier die Erforschung läuft noch auf Hochtouren, das ist immer ganz wichtig. Gerade Panzer, Stahlveredelung, Stahlschwerter, das sollte unsere Angriffskraft doch deutlich erhöhen. Und so langsam sind wir, glaube ich, auch gerüstet, dass wir hier richtig gut loslegen können. So, den schicken wir in die Goldmine. Das ist alles soweit erledigt, wunderbar. Dann bilden wir hier mal... Oh, wir haben kein Gold. Dann sollten die vielleicht mal schauen, dass wir hier ein bisschen schneller Gold zusammenkriegen. Aber es ist hier schon richtig was los. Forschung abgeschlossen, mal gucken, genau. Auch hier können wir gleich... Oh, da können wir nichts machen. Oh, naja, bin schon auf dem Weg. Wir kriegen Besuch, unangenehmen Besuch. So, da müssen wir schnell mal aufräumen. Oh, das macht ja richtig was aus. Guckt mal, wie die abgehen hier. Jawohl, so müsste das ganz schnell erledigt werden. Geladen, entsichert. Der erste ist schon wieder bereit. Halt, das war der falsche. Ich wollte ja zur Kaserne. So, dann werden wir jetzt hier auf alle Fälle auch noch 1-2 Schützen ausbilden. Einen Knaben werde ich mir hier mal schnappen. So. Geladen und entsichert. Ach, der läuft jetzt darüber. Das war natürlich nicht so gut. Das müssen wir mal gleich korrigieren. So. Die wollen wir natürlich hier vorne stehen haben. Was braucht ihr? Wir brauchen mehr Gold. Viel mehr Gold. Das wäre ein richtig gutes. So, da das aber lauter lilane Trupps sind, das Licht müssen wir jetzt auch Stärke. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. 3 von denen haben wir jetzt schon. Achso, haben wir hier noch was, was wir verbessern können? Oh ja, auch das. Gleich mal das Schwert noch erforschen, dass das noch ein bisschen was Besseres bringt. Gut, 3 haben wir von denen schon mal da. Gold kommt so langsam ein bisschen rein. Ja, da brauchen wir aber noch einiges an Gold, bis wir hier die nächsten Einheiten produzieren können. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf Wanderschaft und schauen noch mal schnell, ob wir hier unten zumindest die Spinnen schon mal so weit vernichten können. Mal gucken, wo die herkommen. Ein solider Plan. Lassen wir die schon mal da runterlaufen. Oben werden wir ein bisschen für Nachschub sorgen. Da werden wir hier mal in der Kaserne gucken, dass wir auch noch einen Ritter ausbilden. Genau, der wird nämlich auch uns noch verstärken. Wie sieht's hier aus mit der Forschung? Ja, die ist zur Hälfte schon fertig, das ist gut. Das ist optimal. So, und einen haben wir, der im Moment nichts zu tun hat. Gut, dann werden wir den hier noch einen Turm bauen lassen. Ich geh dann mal. Türme kann man eigentlich nie genug haben. Das ist immer richtig großer Vorteil. Ja, warum lauft ihr nicht darunter? Ja, Leutchens, kommt bitte einmal in Bewegung setzen. Na, der mag nicht, oder was? Ah, die muss man überall rumführen. Ja. Überall muss man die hinführen, die Kollegen. Forschung abgeschlossen. Ein solider die Plan. Haben wohl noch nicht so ein Navigationssystem, obwohl es eigentlich ein Autolotsystem gibt. Natürlich. Wieder einmal alle mir folgen, kommt hier runter. So kommen die da nicht durch. Natürlich. Da laufen doch auch die Arbeiter durch. Wieso komme ich da nicht durch? Natürlich. Das ist doof. Ja. Das ist richtig doof. Natürlich. Dann müssten wir mal gucken, ob wir vielleicht von der anderen Seite eventuell daran kommen. Aber da kommen wir ja gar nicht ran. Das heißt, wir haben uns hier gerade den Weg nach unten zugebaut. Ich frage mich nur, wie die Einheiten da durchgekommen sind. Ja. Ich versuche das nochmal. Und parallel dazu werden wir hier nochmal eine Einheit... Oh, schon wieder mehr Höfe. Okay, der braucht natürlich viel, aber ein Schütze geht noch. So, jetzt gucken wir nochmal, ob die nicht doch hier durchlaufen können. Ja, jetzt kommen sie runter. Ach nein, das will ich doch gar nicht.
So, da kommt Besuch. Jetzt gucken wir mal, wie sich hier unsere Herren schlagen. Und, den müssen wir auch gleich noch ausbauen. Ja, gegen die Lufteinheiten klappt das eigentlich ganz gut. Ja, ich denke mal, damit haben wir eine ganz gute Basis geschaffen. Der nächste ist auch schon gerade da. Das klappt ganz gut. Warum jetzt hier meine Einheiten aus irgendeinem Grund nicht da durch wollen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber gut, dann, wenn die das nicht wollen, dann bleiben die hier oben. Und dann werden wir mit den Leuten auch nicht, ne? Gucken wir mal hier gerade, was haben wir da? Auch nur die zwei Priester. Ja, das ist doof. Das ist richtig doof. Also das klappt leider so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann werden wir das etwas anders deichseln. Wir gucken hier nochmal schnell, was es sonst noch zu entdecken gibt. Obwohl, unsere Zeit ist schon wieder durch, ihr seht. Aber ist ja eigentlich ganz praktisch, wenn wir den hier oben mal hinstellen. Dann sehen wir nämlich früh genug, ob jemand vorbeikommt. So, noch einmal schauen in der Schmiede. Ja, da haben wir noch Möglichkeiten aufzuwerten. Das ist natürlich traumhaft. So, hier wird fleißig geheilt. Ja, und da werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir werden hier die Truppen fertig heilen lassen, gucken, dass wir noch ein bisschen verbessern. Und danach wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir uns etwas hin fortbewegen und ein wenig, ja, die Gegner aufmischen. Bisschen die Landkarte noch erkunden. Wir müssen ja auch oben hier dieses Dorf noch retten. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, da wird uns der Weg zuerst mal hinführen. Da können wir nochmal einen kurzen Vorstoß wagen. Das ist voll der Hammer. Aber allerdings sollte ich mal gucken, dass ich meinen Helden mitnehme. So, den noch mit hoch. Ja, mein Lenzer. Den nehmen wir mit hoch. Einen von den Rittern nehmen wir noch mit hoch. So, dann haben wir schon die ersten fünf. Hier unten braucht man natürlich viele Kampfeinheiten. So, dann nehmen wir hier noch. Da ist einer zu viel. Was braucht ihr? Dann nehmen wir die noch mit hoch und dann sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ja, mein Lord. So. Was geht ab? Nee, den brauchen wir doch. Also halt. Habt ihr ein Ziel? Held. Der Held muss mit. Der Held muss mit. Ansonsten hält hier keiner Schritt. Denn den könnten wir, glaube ich, ganz gut oben gebrauchen. So, und jetzt ist gut für heute. Wir haben unseren Trupp zusammen. Das sollte genau eine volle Mannschaft sein. Bis auf einen. Gut, den nehmen wir. Ich bin euer Schütze. So, nehmen wir den noch mit. Jetzt haben wir die Truppe vollständig. Ich stehe für das Licht. Den Arbeiter brauchen wir natürlich mehr hier nicht. Arbeit? Nein, nicht mehr Arbeit. Außer du möchtest noch einen Turm bauen. Aber wie gesagt, das in der nächsten Folge. Das würde jetzt zu weit führen. Wir haben viel Planung vor uns. Ich sag aber auf alle Fälle schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Unsere Truppe steht hier soweit. Hier unten werden wir die Truppe dann entsprechend noch ein bisschen vergrößern, damit wir für Angriffe gerüstet sind. Und werden mal gucken, was wir mit unserem Gyrokopter noch erleben. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.